In diesem Video erfährst du, wie dich die DJ-Equipment-Industrie eigentlich laufend täuscht, weil sie eigentlich gar nicht unbedingt ein Interesse daran haben, dass du wirklich richtig erfolgreich wirst als DJ, wie du das eben vermeidest, dass dir laufend das Geld aus der Tasche gezogen wird und du dein Geld, wenn dann eben in sinnvolle Dinge investierst, die dich für deine DJ-Karriere wirklich weiterbringen, erfährst du in diesem Video. Bis zum Ende dranbleiben lohnt sich also. Abonnier den Kanal, nur dann verpasst du nichts und wir starten gleich rein nach dem Intro. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Patrick, ich bin der Gründer dieser Online Academy und dieses Video ist inspiriert von einigen Nachrichten, die uns immer wieder über Social Media erreichen, bei denen uns halt Leute fragen, ob sich eher dieses oder jenes Equipment für sie eignet und welches Equipment halt grundsätzlich für sie besser geeignet wäre. Oft sind es aber DJs, die in ihrer DJ-Karriere noch gar nicht so weit sind und die finanziell vielleicht auch gar nicht so gut aufgestellt sind, weil eben auch noch nicht so viel Geld über die Auftritte reinkommt. Aber eben DJ-Equipment gut und gerne auch mal vierstellig und auch jenseits dessen kostet. Und das sind natürlich dann schon ja, enorme Summen, die da in die Hand genommen werden. Und das sollte eben auch ganz genau überlegt sein, ob man das jetzt wirklich tun sollte. Meistens ist nämlich auch die Antwort, dass man es eben nicht tun sollte, weil man sein Geld viel besser investieren könnte. Dazu aber sozusagen in einem folgenden YouTube-Video in Art Part 2. Hier geht es jetzt darum, wie das überhaupt dazu kommt, dass eben so viele ja gebrainfuckt sind von dieser ganzen Werbung immer und von der DJ-Equipment-Industrie, dass sie eben der Meinung sind, dass sie jetzt dieses oder jenes Equipment brauchen, weswegen uns überhaupt diese Nachrichten erreichen. Deswegen haben wir jetzt hier mal dieses Video für euch vorbereitet, um euch ja in Anführungszeichen ein bisschen in den Kopf reinzuwaschen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was jetzt eben wirklich notwendig ist und was nicht. Und wo ihr im Prinzip den Art Fallen der DJ-Equipment-Industrie aus dem Weg gehen solltet. Ja, also erstmal grundsätzlich, dass wir hier auf einem gemeinsamen Nenner sind. Ja, ein Unternehmen muss per Definition ja Gewinn machen. Ja, das haben wir in einem anderen YouTube-Video schon mal besprochen. Das ist ja sozusagen eine Grundvoraussetzung, die der Gesetzgeber vorgibt. Ja, du kannst nicht einfach ein Gewerbe eröffnen und ja, dann machst du, was du willst, sondern das Ziel davon ist schon eben auch Gewinn ja, einzufahren, damit ja auch der Staat wieder seine Steuern bekommt und so weiter. Deswegen, ja, insofern du zu lange Minus machst, auch eben du als DJ mit deinem Gewerbe, dann ist das Liebhaberei und dir wird das Gewerbe aberkannt. Das heißt, logischerweise muss der Verkauf immer kontinuierlich am Laufen gehalten werden. Du musst auch schauen, dass du regelmäßig gebucht wirst und da eben auch dann Geld reinkommt. Außerdem steigert man so natürlich dann weiter den Firmenwert, ne? Man sichert sich weiter Marktanteile und so weiter und so fort. Das heißt, es steht ja im Prinzip ja, grundsätzlich schon mal gar nicht zur Debatte, dass irgendeine Firma mal etwas entwirft, ein cooles Gerät, bringt es auf den Markt, alle sind happy und dann bleibt es mehr oder weniger für immer so, ja. Es gibt natürlich auch dann noch ja, ein gesundes Maß zwischen, es macht jetzt wirklich Sinn, mal ein Produkt neu aufzulegen und mit dem wir versuchen einfach nur das Maximum irgendwie aus dem Markt rauszuholen, indem wir alle möglichen Variationen an Geräte in so kurzen Abständen wie möglich auf den Markt werfen, um hier immer wieder ja, neue Käufer zu gewinnen. Das hat natürlich zur Folge, dass es eben jährlich neue Releases gibt, ja, weil eben geschaut wird, dass man eben das Maximum rausholen kann. Und klar hat man jetzt diesen technischen Fortschritt zum einen, dass man sagt, es macht wirklich Sinn, jetzt ein neues Gerät auf den Markt zu bringen, weil irgendwelche Fader viel langlebiger sind, ja, oder die Verarbeitung eben besser ist, irgendwas funktioniert schneller, leichter, was auch immer. Und zum anderen hat man natürlich auch neue Funktionen, die es vorher einfach so noch nicht gab. Und wenn die jetzt eben implementiert werden, ist auch cool. Macht auf jeden Fall Sinn, keine Frage. Das hat natürlich auch zur Folge, dass laufend Werbung geschaltet wird, muss man jetzt eigentlich auch nicht nochmal extra betonen, aber es geht so ein bisschen auch darum, ein Bewusstsein eben jetzt mal für das Ganze zu schaffen. Denn natürlich wollen euch auch die DJ-Stores ja als Art Vermittler für die Hersteller immer wieder was Neues andrehen. Das heißt, die rühren ordentlich die Werbetrommel auf Messen, bekommt immer wieder das Neueste vorgestellt. Online-Werbung verfolgt euch sowieso, Zeitschriften und was es eben noch so alles gibt, wo ihr eben ja einfach dauerhaft damit bespielt werdet, dass jetzt eben neue Geräte auf dem Markt sind und warum ihr die jetzt auch immer braucht, was da jetzt neu dran ist und wie das euch jetzt wieder helfen wird, eben als DJ noch erfolgreicher zu werden. Außerdem sieht man natürlich auch immer, was auch sehr gut funktioniert als Testimonial sozusagen,
dass eben viele Star-DJs bei großen Veranstaltungen, riesen Festivals und so weiter immer mit dem besten, neuesten, modernsten, größten auflegen, was es so gibt. Denn oft ist es eben so, dass so große DJs und Veranstaltungen das Equipment sogar noch von den Herstellern gesponsert bekommen müssen. Ja? Also die sogar eigentlich das Geld noch mehr als über hätten, die müssen dafür nicht mal was bezahlen, weil eben du dann als DJ das siehst und dir denkst, oh geil, der legt damit so gut auf, na das brauche ich auch, damit ich eben so gut auflegen kann wie der. Und das ist auf jeden Fall ein großer Trugschluss. Aber da kommen wir zu eben noch gleich. Ja, das heißt eben, die Equipment-Industrie versucht euch sozusagen laufend zu suggerieren, dass euer DJ-Equipment das Maß, die Menge und die Qualität und auch der Funktionsumfang eures DJ-Equipments ja untrennbar sozusagen mit eurem Erfolg als DJ verknüpft ist. Und das ist eben auf jeden Fall Bullshit. Und das ist eben auch der Grund, warum wir jetzt dieses Video hier machen. Denn die meisten Faktoren im Prinzip erfolgreicher DJs, eben warum die so erfolgreich sind, haben nichts mit dem DJ-Equipment zu tun. Ja? Zum Beispiel eben Musiklehre, heißt jetzt Beatmatching, Mixed in Key und alles, was da dazu gehört. Das kann man mit einem einige Jahre alten Equipment genauso gut machen wie mit einem modernen. Ja? Grundlegende Mixing- und Turntablism-Skills. Klar hat man vielleicht eben hier nochmal Funktionen, dass es irgendwo leichter geht oder dass irgendwas ein bisschen anders funktioniert und man deswegen noch ein paar andere Sachen machen kann, die ein bisschen mehr tricky sind sozusagen. Aber grundlegendes Mixing, Turntablism konnte man eben auch schon vor 10, 15 Jahren mit Equipment machen. Hat jetzt auch keiner das Rad neu erfunden. Auch sowas wie Moderation. Brauchen wir jetzt auch kein besonderes DJ-Equipment. Track-Auswahl und Set-Aufbau sowieso nicht. Ja? Hat im Prinzip ja gar nichts mit eurem Equipment zu tun, sondern nur eben mit der Musik. Und wenn dann noch mit dem Musikmedium. Außerdem sowas wie DJ-Business, das heißt euer ganzes Marketing, Booking-Anfragen, die Gageverhandlungen, irgendwelche Verträge, hat auch absolut null mit eurem DJ-Equipment zu tun. Klar, wenn ihr jetzt irgendwie mit einem rostigen Scheiß da ankommt, dann wird es natürlich schwierig, wenn das ein Auftraggeber sieht. Aber bei wem ist es schon der Fall? Ja, meistens haben die Auftraggeber nicht mal unbedingt Ahnung, mit was ihr jetzt da auflegt und wie teuer das ist. Auch sowas wie Crowdreading, ja, dass ihr Publikum richtig im Blick habt und einfach eben geile Sets spielt. Das hat jetzt erstmal grundsätzlich alles nichts damit zu tun, dass ihr ja einfach das neueste, modernste Equipment habt oder eben welches vor 10 Jahren. Ja. Selbst wenn du jetzt dein Idol ja, oder irgendeinem Profi-DJ halt dein altes Equipment noch vorstellen würdest, dann wird der wahrscheinlich immer noch 10-mal besser auflegen und irgendwie mehr Gage und mehr Auftritte bekommen, weil es eben an vielen Faktoren hängt, dass es so ist, außer an denen am DJ-Equipment. Denn dein DJ-Equipment schickt für dich keine Booking-Anfragen raus und verhandelt für dich keine Gage und macht für dich keine Werbung auf Social Media oder ähnliches. Ja. Das hat eben alles einfach überhaupt nichts damit zu tun. Auch was eben viele gar nicht so auf dem Schirm haben, aber was natürlich so ist, ist eben auch, dass deine Auftraggeber sich ziemlich wenig für dein DJ-Equipment interessieren. Denen ist natürlich grundsätzlich wichtig, dass du damit anständig auflegen kannst, aber eben, das ist auch schon bei einem sehr rudimentären Equipment und bei sehr altem Equipment gegeben. Ja, die interessieren sich eher dafür, dass die Hütte voll ist, dass sie mehr Umsatz an der Bar machen, dass die Stimmung einfach geil ist, ja, dass der Laden wirklich von Anfang bis Ende brechend voll ist und dass ja, einfach die Party richtig abgeht, dass es sich für deinen Auftraggeber auch lohnt. Ja. Oder dass jetzt, wenn es jetzt keine kommerzielle Veranstaltung ist, eben dass generell es eine tolle Feier ist, ja, dass die Musikauswahl stimmt, dass alle einfach happy sind. Ja. Das sind Sachen, die ihn wirklich den Auftraggeber interessieren. Aber nicht, mit welchem Mixer du das jetzt gemacht hast und ob der Mixer 500 Euro kostet oder 2000 oder ob der von vor 10 Jahren ist oder ob du den gerade neu gekauft hast. Das Endresultat ja, ist ja dabei wichtig. Und da hat auch wieder eben die Modernität deines DJ-Equipments nichts damit zu tun. Ja, denn das befriedigt sozusagen keine relevanten Dinge für deinen Auftraggeber. Dein DJ-Equipment ist dein Werkzeug. Ja. Das heißt, das beste Werkzeug hilft dir nichts, wenn du nicht über das notwendige Wissen und über die Skills verfügst. Deswegen, auch wenn man ja einem Anfänger hier das komplette Pioneer-Setup vorstellt, 10.000 Euro und mehr mit CDJs und den neuesten Mixer und noch externes Effektgerät, schlag mich tot, da wird trotzdem nichts Atemberaubendes bei rumkommen. Ja, weil da fehlt einfach ein Grundwissen und da fehlen einfach gewisse Skills. Und natürlich befähigt dich dieses Equipment dann, deine Skills auf ein noch höheres Level zu bringen, aber erstmal geht es von dir aus. Und da bist du eher der limitierende Faktor und nicht dein DJ-Equipment. Natürlich, neue Funktionen, eben technischer Fortschritt, potenzieren
nochmal deine Skills, ja, aber eben nur das, was schon da ist. Wenn man das jetzt mal vielleicht ein bisschen abstrakt formuliert, aber nochmal eher so zum Verständnis, ist halt, wenn du sozusagen auf DJ Level 1 bist, ja, dann ist 1 hoch 2, ja, also 1 mal 1 ist immer noch 1, weil du einfach grundsätzlich zu wenig mitbringst, als dass dir jetzt irgendwie teures, krasses Equipment was bringt. Wenn du aber irgendwie auf Level 8 bist, ja, dann sind wir eben schon bei 8x8, das heißt 64. Das heißt, umso besser deine DJ-Skills sind, umso mehr Erfahrung du schon hast, umso krasser dein Wissen halt ist, ja, umso mehr bringt dir dann auch wirklich dieses umfangreiche, moderne Equipment was. Vorher wirklich wenig. Ja. Deswegen, hör auf, dir sozusagen weismachen zu lassen, dass du immer das neueste und beste Equipment brauchst, ja, um als DJ wirklich erfolgreich zu sein. Das ist im Interesse der Equipment-Hersteller, dass die einfach laufend Absatz haben, ja, und die sorgen durch ihre PR, ihre Werbung und so weiter natürlich dafür eben, dass du dieses Gefühl hast. Deswegen kriegen wir auch so viele Anfragen, wo sich auch, ja, Leute, die nicht mal 20 sind, eben schon extrem teures Equipment holen wollen, obwohl sie eben auch noch nicht mal wirklich Aufträge regelmäßig haben und da fast kein Geld reinkommt oder überhaupt noch gar kein Geld. Und deswegen ist es natürlich schwierig. Ja, und eben gerade, dass es immer noch so versucht wird, dass eben diese ganzen Star-DJs und auf großen Events immer das Neueste und Beste steht, dann ist natürlich klar, dass man denkt, um da hinzukommen, um das zu erreichen, muss ich auch damit auflegen. Aber das ist wirklich absoluter Bullshit. Selbst wenn dich im Prinzip dein DJ-Equipment noch besser macht, ja, das sind ja meistens auch nur Nuancen, weil es jetzt eben noch ein bisschen andere Funktionen gibt. Aber trotzdem, auch ein Mixer von vor 10 Jahren unterscheidet sich jetzt nicht so krass von einem Mixer heutzutage. Ja. Diese Nuancen, sind die überhaupt hörbar? Ist die höhere Level, das du jetzt erreicht hast, dadurch wirklich spürbar für den Gast? Ja? Oder ist es nur was, dass du dich halt selber darüber freust und einfach da Spaß dran hast? Ja? Was ja auch nicht verkehrt ist, ja? Aber wir wollen ja trotzdem mal ein Bewusstsein dafür schaffen und es eben, ja, dich ermuntern zu hinterfragen, ob es jetzt wirklich Sinn macht, so viel Geld regelmäßig für neues, teures Equipment eben auszugeben. Also wenn du eben grundsätzlich DJ-Equipment aktuell besitzt, mit dem du gut auflegen kannst und es dir eben alles bietet, was du so brauchst, ja, und damit einfach, ja, schon ein guter DJ sein kannst, dann scheiß auf neues Equipment. Schau, dass du deine Skills verbesserst, generell im Mixing, ja, in deiner Performance. Schau, dass du irgendwie deine Mediathek richtig im Griff hast. Schau vor allem, dass du Dinge unternimmst, dass du mehr Aufträge bekommst, dass du deinen wahrgenommenen Wert erhöhst, dass du eben, ja, eine höhere Gage verlangen kannst. Und wenn dann so mehr Geld reinkommt, deine DJ-Karriere wirklich ins Laufen kommt, dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du das Geld dann dafür in die Hand nehmen willst. Aber wenn du halt umgekehrt eigentlich kaum Geld hast und das, was du dann hast, dir doch irgendwie mühsam erspart hast und das dann direkt in teurem Equipment versenkst, dann bringt dich das noch umso weiter von deinem Erfolg als DJ ab. Und deswegen, auch wenn wir alle Technikliebhaber sind, ja, und es auch wirklich Spaß macht, mit neuem, geilen Equipment aufzulegen, gibt es auf diesem Kanal hier keine Technik-Reviews, weil wir euch eben nur Sachen mitgeben wollen, beibringen wollen, die wirklich auch direkt euch helfen, als DJ erfolgreicher zu werden, mehr Aufträge zu bekommen, anständige Gagen für eure Aufträge zu bekommen und so eben auch mehr Menschen mit eurer Musik zu begeistern. Ja, und da gehört eben leider eine Menge Geld ausgeben für neues Equipment, das man nicht unbedingt braucht, eben auch nicht dazu. Ich hoffe, wir konnten dir jetzt hier ein neues Bewusstsein dafür schaffen im Prinzip, wie auch die DJ-Equipment-Industrie eben versucht, dir immer wieder neue Sachen anzudrehen, die dich vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so davon beeinflussen lässt, von dieser ganzen Marketingmaschinerie. Deswegen teil das Video, um auch deine DJ-Kollegen darüber zu informieren. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib uns das gerne in die Kommentare. Und auch bei diesem Video natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Mach dein Leben zur Party, dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.